herzlich willkommen bei Aufis Dschungelcamp. Herzlich willkommen bei der ersten Folge von Bauchis Dschungelcamp. Hier könnt ihr sehen, wie ich in den Wald gehe. In Österreich bei Mittalabil habe ich ein schönes Grundstück gefunden und tolles Wetter. Hier habe ich mir ein schönes kleines Waldlager aufgebaut. Und das möchte ich euch jetzt zeigen. Dusche gratis im Dschungelcamp. Bauchi, was machst du hier? Ich flüchte mich gerade ein kleines bisschen vor dem Corona-Wahn und der Welt da draußen. Und habe ja vor 10 Jahren schon mal, 11 Jahren schon mal 3 Monate im Wald gelebt. Und mach das hier jetzt einfach gerade mal wieder. Ich habe hier gerade eine Gelegenheit gefunden, einfach nochmal im Wald zu leben. Und mir macht das einen Riesenspaß. Wie kommst du her? Also ich bin in Österreich gelandet, weil ich hier zu den Ubuntu Festivals gefahren bin. Und das halt alles mit der Voraussicht, hier ein Wohnmobil zu bekommen, mit dem ich dann mit der Melli Jura eigentlich auf Ubuntu gehen wollte. Und das hat sich aber irgendwie alles ein bisschen anders gestaltet und jetzt habe ich kein Wohnmobil, jetzt muss man das mal besorgen. Das heißt, ich bin quasi gerade mal wieder gestrandet und obdachlos, aber ich bin nicht obdachlos, weil ich ein Obdach habe. Und habe halt vom Nachbarn die Gelegenheit bekommen, hier gerade einfach mal für 2 Wochen zu sein. Und ja, so bin ich hierher gekommen. Wie sehen deine Pläne aus? Mein Plan besteht inzwischen ausschließlich darin, dem großen Plan des Flows zu folgen. Ich habe es dran gegeben, irgendwelche Pläne zu machen. Man sieht, wie es aussieht. Ne, der Plan, mein Plan war, hierher zu kommen und mit dem Wohnmobil weiterzufahren. Und dann kommt der Flow wie eine Dampfwalze und doch nö. Das heißt, ich habe einfach aufgehört, eigene Pläne zu schmieden, sondern angefangen, die Zeichen des Flows zu lesen und auf die Dinge zu achten, die gerade möglich sind. Das heißt, ich kann es dir nicht sagen, was mein Plan ist. Für mich ist die Herausforderung geworden, herauszufinden, was der große Plan will, der Flow, was dahinter steckt, weil der ist so stark, offensichtlich, dass unsere kleinen Pläne da halt eben einfach drin untergehen und deswegen halt auch sehr oft Dinge anders kommen, als wir es geplant haben. Deswegen habe ich gerade mal alle Pläne über den Haufen geworfen und werde jetzt auf jeden Fall die nächste Zeit gucken, dass ich dieses Örtchen in einen schönen Ort verwandelt bekomme. Nicht, dass es, Entschuldigung, du bist schon ein schöner Ort, aber wir werden es noch ein bisschen schöner machen, sodass wir hier im Prinzip halt auch was entlassen. Und Teil des Ganzen, also das ist was sich ergeben hat, ist halt hier den Temple of Love and Respect aufzubauen, weil der ein oder andere mag es mitbekommen haben, der Guru hat jetzt eine eigene Sekte
Und der braucht dann natürlich auch einen Tempel. Ne? So, und nachdem halt eben im letzten Jahr viele Sachen letztendlich dazu geführt haben, dass ich in der Obdachlosigkeit gelandet bin, was jetzt nicht bedeutet hätte, dass ich jemals unter einer Brücke hätte schlafen müssen oder kein Obdach gehabt hätte, weil ich mir einfach immer auszuhelfen weiß, bin ich sehr, sehr dankbar, ehrlich gesagt, gerade dafür, dass ich inzwischen nicht mehr auf der Bäckerfinca bin und in diesem ganzen Stress drumherum nichts mehr zu tun habe und hier die Alternative gerade erleben darf. Und einfach nochmal, ich muss auch gerade wirklich sehr viel an Daniele Ganser denken, der immer wieder sagt, wie kriegt man sich von diesem ganzen Blödsinn, mit dem wir täglich beschossen werden, wie kann man sich davor schützen? Und er sagt immer, geh in den Wald. Ja, und das mache ich jetzt mal eine ausgiebige Zeit und werde jetzt hier mein Dschungelcamp einfach mal beleben und einfach die nächsten 2 Wochen, grob schätze ich vom Gefühl her, mal schauen, was sich daraus ergibt. Und wir werden es natürlich auf YouTube zeigen. Deswegen, wenn es euch interessiert, dann bleibt gerne am Ball. Wenn ihr irgendwelche Fragen an mich habt oder Vorschläge, konstruktive Kritik oder sonst was, nutzt einfach die Kommentarfunktion unter den Videos. Findet mich auf Twitter oder, also auf Twitter antworte ich nicht. Vergesst Twitter, da könnt ihr mir folgen, aber da poste ich lediglich indirekt nur. Aber auf Instagram und Facebook bin ich offen bereit, da alles zu erzählen, was es an Fragen gibt und die zu beantworten. Und ja, das ist so jetzt der Plan. Und was das alles bedeutet, das sehen wir dann in der Folge, weil ich folge jetzt diesem Plan. Ja, und weil im Dschungelcamp natürlich auch immer Dschungelprüfungen angesagt sind, haben wir heute diese tolle Dschungelprüfung, eine Viertelstunde in der Hängematte zu liegen, bei diesem herrlichen Sonnenschein und zu gucken, dass wir keinen Sonnenbrand bekommen. Scheiße! Es ist kaputt gegangen! Ach, egal. So, und jetzt darf man natürlich auch nicht vergessen, dass ich halt eben Guru bin. Und da muss man halt auch zwischendurch mal ein bisschen so Sachen machen wie meditieren gehen und den Waldgeistern danken für das schöne Wetter und sowas alles. Ja. Ne? So, und im Prinzip war es das jetzt auch schon für Folge 1. Ich freue mich, wenn ihr mir weiter auf YouTube eure Aufmerksamkeit schenkt, euer Feedback gebt und mit mir gespannt auf das wartet, was da jetzt in den nächsten 2 Wochen so passiert und kommt. Ich gehe jetzt mal einkaufen. Wir sehen uns wieder.
Noch ein Schiffstreck.